Ich habe ja mal 6 Jahre nicht geraucht, nicht gesoffen, nichts mit Frauen gehabt. Und dann bin ich in die erste Klasse gekommen. Na gut, fangen wir ganz von vorne an. Ich war ja in Hausgeburt, also ich bin daheim auf die Welt gekommen. Erst als meine Mutter mich gesehen hat, hat sie ins Spital. Das stimmt natürlich nicht, oder? Ich bin auch im Spital auf die Welt gekommen, wie die meisten heute. Ich bin aber nach meiner Geburt fast vertauscht worden. Aber die Schwestern haben meinen Vater gerade noch verwitscht. Meine Mutter, die hat ja immer gesagt, aus Fehlern lernt man. Wenn ich mich gefragt habe, warum ich ein Einzelkind sei. Ja, ich muss allein spielen. So, alleine mit Weile. Oder Ping. Ich bin ja halb Italiener durch meine Mutter und halb Schweizer durch einen guten Freund von meinem Vater. Einmal habe ich meine Mutter gefragt, du, bin ich adoptiert? Da hat sie gelacht und gesagt, du meinst wirklich, wenn wir hätte können auslesen können? Ich bin ja ein Besitzer von 2 Söhnen. Die habe ich jetzt durch die ganze Pubertät dürfen begleiten. Verstehe ich jetzt, warum bei den Tieren viel Eltern ihre Kinder auffressen. Später, als ich in die Schule bin, habe ich in der 8. Klasse die Schule abgebrochen. Das war ein bisschen blöd für die Zukunft, aber es war schon geil mit dem Backer, oder? Was ich zusammenkracht. Meine Nachbarn, die haben letztes Jahr ihr Kind testen, weil sie gemeint haben, es sei hochbegabt, oder? Und der Tester im Institut hat gesagt, nein, das täuscht nur, weil sie so dumm sind. An und für sich wollte ich Theologie studieren, aber ich habe lieber Kaffee. Habe ich einfach angefangen zu arbeiten. Habe ich aber einen super Job gehabt, da bin ich zu der Rega. Und in selber Zeit haben wir noch auf Provision arbeiten. Also wir müssen Umsatz machen. Manchmal haben wir Leute aus der Wand rausgerissen, die gar nicht angelötet haben. In einem Baumärkt habe ich auch geschafft, so in einem Do-It. Oder? Und am letzten Tag hat mein Chef mich 3 Stunden gesucht. Und als er mich endlich gesehen hat, hat er gesagt, ich habe sie jetzt 3 Stunden gesucht. Und ich habe gesagt, ja, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und bin dann zuerst Erfinder geworden. Ich habe zum Beispiel einen Rauchmelder erfunden mit einer Schlummerfunktion. Dass man noch ein bisschen schlafen kann, weil es gibt ja nachher einen Haufen zu tun. Strassentheater habe ich auch lange gemacht, bin aber nicht wahnsinnig gut gewesen. Ich habe mir den Hut umgegeben und manchmal ist es nicht einmal der zurückgekommen. Ich glaube, den Humor habe ich schon ein bisschen von meinem Vater, weil der hat auch immer so Gespässchen gemacht. Als ich mal 5 Monate in London war, hat er mir einen Brief geschrieben und zuerst ein bisschen gefragt, wie es geht und so. Und am Schluss hat er geschrieben, ich wollte dir noch Geld mitschicken, hatte aber das Gouverneur schon zugeklebt. Habe ich angefangen mit Comedy. Und ich hatte ja dann 1999 in Las Vegas endlich den Durchbruch gehabt. Und der Arzt hat gesagt, sofort operieren, den Blinddarm.